In weniger als 2 Wochen sind Wahlen und immer noch sind sehr viele Menschen, besonders Jugendliche, unentschlossen, wen sie wählen wollen. Wir beide schauen uns jetzt Uli Burchardt, unseren jetzigen Oberbürgermeister von der CDU, genauer an. Bei Uli Burchardt wissen wir nicht nur, was auf seinem jetzigen Wahlprogramm steht, sondern wir wissen auch, wer die letzten 8 Jahre Politik gemacht hat. In Bezug auf die Wohnsituation, auf die Jugend, auf den Umweltschutz und auf den Verkehr. Uli Burchardt möchte in seinem Wahlprogramm Wohnraum für alle schaffen und Immobilienspekulation wo immer möglich verhindern. Eigentlich ein selbstverständlicher Plan, denn hier in Konstanz legst du fürs Wohnen in ganz Deutschland am meisten hin. Dafür baut die Stadt natürlich bezahlbare Wohnungen. Hier beim Vincentius Areal an der Laube entstehen gerade 100 Wohnungen für Reiche und Immobilieninvestoren. Das gesamte Grundstück wurde übrigens von der Stadt an die Landesbank verhökert. Wo finden wir Konstanzer jetzt bezahlbaren Wohnraum? Hier? Nein. Hier ist etwas ganz Ähnliches passiert. Ein Investor kauft und darf die Preise seiner Wohnung selber bestimmen. Ob das hier wohl Sozialwohnungen werden? Ich glaube nicht. Als kleine Anmerkung zum Siemens-Gebäude von vorhin, hier hat die Stadt wirklich etwas verschlafen. Der OB und die Stadt hatten beim Siemens-Areal nämlich Vorkaufsrecht und hätten dort entscheidenden Wohnraum kaufen können. Dadurch hätte man die Möglichkeit gehabt, wirklich nachhaltige Wohnungspolitik zu machen. Aber warum wurde es dann trotzdem nicht gekauft? Weil es dem OB und der Stadt 4 Millionen Euro zu teuer war. Der Witz daran ist, dass die Konstanzer jedes Jahr 500.000 Euro Pacht an den Käufer des Siemens-Areals zahlen müssen, damit die Stadt dort ihren neuen Technologiepark unterhalten darf. Nach 4 Jahren ist also der Mehrpreis, den die Stadt hätte zahlen müssen, sowieso wieder verschleudert. Und 600 Wohnungen sind an Investoren verloren gegangen. Und das hat System. Der Oberbürgermeister drückt sich vor einer Gestaltung der Stadt und nimmt im Zweifel lieber schnelles Geld. Darunter leiden vor allem eben die, die billigen Wohnraum benötigen. Also Leute, was Uli Burchardt uns jetzt im Wahlkampf verspricht, hat er bereits die letzten 8 Jahre schon nicht eingehalten. Wir sehen, mit Uli Burchardt wird lustig weiter spekuliert. Und bald wird Konstanz keine Stadt mehr für uns alle sein, sondern nur noch für die Reichen. Jugendliche können sich in Konstanz fast gar nicht beteiligen und werden in der Politik immer noch sehr wenig berücksichtigt. Wir befinden uns hier am Herosee, ein Beispiel für diese Politik. Jeder kennt sie und jeder hasst sie. Die Regelungen am Herosee. Wir als Jugendliche finden, dass wir mehr Raum zum Feiern brauchen. Jeden einzelnen Abend kommt es zu Streit zwischen der Polizei und Jugendlichen. Es wird über ein Alkoholverbot gesprochen. Anstatt den Streit zu suchen, wäre es besser, andere Möglichkeiten und Räume zu finden, wo die Jugendlichen feiern können. Und die im Wahlkampf vorgeschobene Maßnahme Klein Venedig ist keine richtige Alternative. 2 Tischtennisplatten und 1 Grillplatz. Ist das wirklich eine Alternative zu hier? Andere Städte sind in Bezug auf Jugendbeteiligung viel weiter. Es gibt Jugendgemeinderäte, die Anträge stellen können im Gemeinderat, die Reden halten können und die auch ein Budget besitzen. Beim Verkehr in Konstanz ist es so. Es gibt zwar jede Menge Konzepte mit cool klingenden Namen, wie den Masterplan Mobilität und das Handlungsprogramm Radverkehr. Klingt toll, ist aber in echt ziemlich vage und vor allem fehlen die Zeitpläne. Was bringt es, wenn wir uns Ziele setzen, aber nicht sagen, bis wann? Mit seinem fetten Mercedes kann sich hier jeder überall hinstellen. Und Uli Burchardt möchte, dass das in Zukunft auch so bleibt. Bis 2026 soll die Anzahl der Besucherparkplätze sogar erst ansteigen und dann erst wieder abnehmen. Gleichzeitig soll sich die Zahl der Anwohnerparkplätze mehr als verdoppeln. Er will also, dass die Anzahl der Parkplätze in den nächsten 6 Jahren sogar ansteigt. Hierbei werden die Parkplätze lediglich von der Innenstadt nach Petershausen verlagert. Ist natürlich schön für die Innenstadt, aber absolut blöd für Petershausen. Und wenn wir in 6 Jahren noch genauso viele Autos haben wollen wie jetzt, ist das wirklich nachhaltig? Das ist keine echte Verkehrswende, sondern lediglich eine Verlagerung des Problems. Stattdessen sollte man mehr auf die Ausbauung von Radwegen legen. Bei wem gehört die Stadt wirklich? Den Autofahrern oder den Leuten, die sich nachhaltig bewegen wollen? Klimaschutz ist für uns Jugendliche ein super wichtiges Thema. Hier wird in Konstanz auch ganz viel dafür demonstriert. In der Amtszeit von Uli Burchardt ist da allerdings relativ wenig passiert, außer einer Menge Papierproduktion. 2016 wurde ein Klimaschutzkonzept beschlossen. Doch erstens sind die CO2-Einsparungen darin nicht ausreichend, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Zweitens wurde dieses viel zu schwache Konzept noch nicht mal eingehalten. Das hat der Oberbürgermeister Uli Burchardt letztes Jahr selber bestätigt. Letztes Jahr wurde wegen der Fridays for Future Bewegung der Klimanotstand hier in Konstanz ausgerufen, weil die Stadt erkannt hat, dass bisher zu wenig für den Klimaschutz getan wurde,
damit wir Jugendlichen eine Zukunft haben. Und dennoch wurde ein ganzes Jahr lang noch kein weiteres ausreichendes Ziel beschlossen. Das Klimaschutzkonzept wurde auch nicht angepasst und stattdessen gab es nur einen Haufen loser Maßnahmen. Und erst als dann wieder Fridays for Future ankam, wurde überhaupt über ein Ziel diskutiert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es essentiell, dass Konstanz bis 2030 klimaneutral wird, damit wir überhaupt eine Zukunft haben. Das Ziel wurde mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt und auch der Oberbürgermeister hat dagegen gestimmt. Stattdessen will er ein Jahr lang warten und dann erst ein Ziel festlegen und ein neues Klimaschutzkonzept beschließen. Klingt dumm, ist es auch und hat auch zwei große Haken. Erstens müssen wir über das Ziel gar nicht diskutieren, weil nach 2030 ist sowieso alles zu spät. Und zweitens frage ich mich, wie der OB das neue Klimaschutzkonzept einhalten möchte, wenn er schon das alte nicht geschafft hat. Ist das Ganze nicht wieder nur Wahlkampf? Und überhaupt, wie ernst wird Klimaschutz wirklich genommen, wenn er jedes Mal wieder verschoben wird? Nachdem ihr jetzt erfahren habt, was in den letzten 8 Jahren passiert oder eben auch nicht passiert ist, haben wir nur noch eine Bitte an euch. Geht raus, informiert euch selber und vor allem tut eines, geht wählen. Wählt, dass die nächsten 8 Jahre besser werden und wählt eine Zukunft. Danke. So.